Ja, die Quantenmechanik, das ist nicht nur eine Theorie, um damit Geld zu verdienen oder zu erklären, warum die Materie stabil ist. Die Quantenmechanik ist auch, wenn sie richtig ist, die Theorie, die man braucht, um den Beginn des Universums zu verstehen. Ja klar. Wenn die Quantenmechanik die Beschreibung, die richtige Beschreibung der physikalischen Vorgänge des Allerkleinsten ist, dann muss sie auch am Anfang gültig gewesen sein. Was bedeutet das? Tja, dass der Anfang des Universums ein außerordentlich schwankender war. Ja, denn in der Quantenmechanik ist alles unbestimmt. Man kann so ungefähr sagen, so Pi mal Daumen, ja, aber nicht genau. Das heißt, der Anfang des Universums wäre, quantenmechanisch gesprochen, eine Fluktuation von etwas. Ja, von was? Ja, das weiß ich auch nicht. Von was? Aber es wäre halt eine Fluktuation. Und zwar eine Sache, die hätte auch ganz anders kommen können. Gewissermaßen eine Fluktuation. Eine Fluktuation ist ja eben etwas Schwankendes, etwas wellenartig sich Ausbreitendes. Da ist was passiert, was mal eben kurz gewissermaßen über das Gleichgewicht hinausgeschossen ist und dann, ja, dann nicht wieder zurückgekommen ist. Nehmen wir ein Pendel. Also ich will sie jetzt nicht in Trance versetzen, ne? So nach dem Motto, ja, schau auf das Pendel und es fließt von links nach rechts und so weiter und der rechte Arm wird ganz warm. Nee, nee, aber so ein Pendel ist zum Beispiel eine schöne Sache, wo man sich nochmal klar machen kann, worum geht's? So ein Pendel pendelt von einer Lage zur anderen. Zwischendurch ist es mal praktisch bei seinem Minimum angekommen und es pendelt so hin und her. Nun könnte es aber auch sein, dass irgendjemand von außen an diesem Pendel herum pendelt. Und dann fängt das Pendel an und pendelt über alle Gleichgewichtslagen hinaus und pendelt und pendelt. Und eigentlich müsste das Pendel natürlich wieder zurückpendeln und irgendwann zum Stillstand kommen. Aber manche Pendel kommen nicht wieder zurück, sondern die schwingen und schwingen und schwingen und dann ist das Pendel irgendwohin weggeflogen. Das könnte sein. Also wenn es richtig eine starke Fluktuation am Anfang war, dann. Ja, und genau sowas muss der Urknall gewesen sein, der Anfang des Universums. Eine solche Fluktuation. Hier habe ich noch nichts vorausgesetzt, überhaupt nichts, nichts, was die Astronomen alle so wissen über den Anfang oder überhaupt über die Dynamik des Universums, sondern einfach nur aus der Überlegung, wenn die Quantenmechanik die richtige Theorie ist für die ganz kleinen Dinge, also für die Elementarteilchen, und das Universum am Anfang so klein wie ein Elementarteilchen gewesen sein sollte, dann müsste ich den Anfang quantenmechanisch beschreiben. Ne? Stimmen Sie mir doch zu. Na gut, Sie können sich nicht wehren, müssen Sie gucken. Also, der Anfang des Universums ist quantenmechanisch. Ist eine Schwankung. Was könnte man denn noch daraus lernen aus dieser Schwankung? Nun, man könnte lernen, dass möglicherweise von diesen Schwankungen etwas übrig geblieben ist. Dass am Anfang Energieschwankungen vorlagen, die sich dann in materielle Schwankungen verwandelt haben. Denn, und jetzt komme ich natürlich zu dem großen Topf der Astronomie. Denn wir wissen ja ein bisschen was darüber, wie das Universum sich entwickelt hat. Woher wissen wir das? Ich mache es ganz kurz. Das Universum expandiert. Das wissen wir. Das kann man messen. Wir wissen auch, das Universum ist durchsetzt von einer Strahlung. Die hat heute eine Temperatur von 2,7 Kelvin. Das sind minus 271 Grad Celsius. Diese Strahlung ist überall im Universum fast absolut gleich. Sie ist überall im Universum fast absolut gleich. Aber nicht ganz. Bis auf winzige Schwankungen ist sie überall gleich, homogen und isotrop, also gleichmäßig und in alle Richtungen. Diese Hintergrundstrahlung, kosmische Hintergrundstrahlung, ist der Überrest des Anfangs, des heißen Anfangs. Die Hintergrundstrahlung entstand 400.000 Jahre nach dem Anfang. Ich will aber hier keine Kosmologievorlesung halten, sondern ich will ja wieder zurück zur quantenmechanischen Beschreibung. Wenn das Universum expandiert, kann ich natürlich gedanklich sofort immer weiter zurückgehen in der Zeit. Dann war es früher kleiner, davor war es noch kleiner. Und ich kann mich fragen, wann hat es denn eine Größe erreicht, dass meine quantenmechanischen Bedingungen eine Rolle spielen? Die quantenmechanischen Gesetze eine Rolle spielen. Ungefähr, wenn das Universum ja, eine 10 Milliardstel Sekunde alt ist, dann ist es so groß wie ein Atom. Müsste es eigentlich sein. Aber im Grunde genommen ist es auch egal. Ab wann? Denn irgendwann wird es diesen Zustand erreicht haben. Wenn es immer expandierte, dann war es früher irgendwann mal so groß wie ein Atom, so groß wie ein Proton. Und wie sich herausstellt, kann man diesen Anfangszustand des Universums mit Hilfe der Heisenbergschen Unbestimmtheitsrelation
sogar ziemlich genau festnageln. Es ist nicht irgendwie, sondern Heisenberg teilt uns ja mit, du kannst unter einem bestimmten, ja, unter einer bestimmten geometrischen Größe kannst du gar nicht kommen. Das schaffst du gar nicht. Da unten drunter ist alles schwankend. Und auf diese Art und Weise kann man eine kleinste, kausal sinnvolle Struktur im Universum angeben. Und die ist 10 hoch minus 35 Meter groß. Das ist der Anfang des Universums. Das ist gewissermaßen die kausale Elementarzelle des Universums. Also das kausale Quant des Universums. 10 hoch minus 35 Meter können wir sofort eine kleine Rechenaufgabe machen. Können natürlich durch die Lichtgeschwindigkeit teilen, dann wissen wir auch, was das elementare Zeitquant dieses Universums ist, nämlich 10 hoch minus 43 Sekunden. Das ist alles, die Zahlen brauchen Sie nicht zu merken. Wichtig ist, 10 hoch minus 35 Meter, das sind noch 20 Größenordnungen unter der Größe eines Protons. Wenn das Elektron, wenn das Universum also am Anfang tatsächlich so angefangen haben sollte, dann haben wir hier ein Paradebeispiel für etwas, was nur am Anfang Quantenmechanik beschrieben werden muss. Es muss quantenmechanisch sein, gewesen sein. So, das musste erstmal raus. Das heißt, wenn wir jetzt über den Anfang des Universums nachdenken, dann müssen wir das immer quantenmechanisch tun. Und alle Prozesse, die sich da abspielen konnten, müssen quantenmechanische Prozesse sein. Und vor allen Dingen, aber ich sage es nochmal, weil jetzt komme ich gewissermaßen, ja, ich hoffe, dass Sie es nicht merken, ich sage es Ihnen aber jetzt schon mal, ich komme zu unserer eigenen Existenz zurück. Diese quantenmechanischen Fluktuationen des Anfangs, diese Energieschwankungen. Im Laufe der Entwicklung des Universums, dadurch, dass es sich ausdehnte und abkühlte, zunächst, und es auch heute noch tut, gab es verschiedene Schritte, bei denen regelmäßig Teilchenfamilien auftauchten und Kräfte. Es gibt ja vier Grundkräfte, Gravitation, starke Kernkraft, schwache Kernkraft und elektromagnetische Wechselwirkung. Und zu jeder Kraft gehören Teilchensorten. Ja? Elektronen zum Beispiel und Proton, die wechselwirken miteinander, na, wie elektromagnetisch, genau, mit Hilfe eines Photons. Nicht? So, dann gibt es andere Teilchen, die haben die schwache Wechselwirkung, die schwache Wechselwirkung ist dafür zuständig, dass Atomkerne zerfallen, die starke Wechselwirkung ist dafür zuständig, dass Atomkerne auch wieder stabil bleiben und so weiter. Also die Gravitation kennen Sie sowieso, Sie sind ja mit beiden Füßen fest auf dem Boden. Und diese Kräfte und die Teilchen, die erschienen also in der Frühphase des Universums, je nach Temperatur. Also Energie verwandelte sich teilweise in Materie. Und wir wissen natürlich alle längst, das ist die einzige Formel, die man gebrauchen darf in der Öffentlichkeitsarbeit, E ist gleich mc Quadrat. Das wissen alle. Also die Energie verwandelt sich in Materie und Antimaterie, denn die Energie hat ja eigentlich keine Ladung. Also ja, wo jetzt? Die Antimaterie ist, hat genau die umgekehrte Ladung von Materie. Eigentlich hätte sich am Anfang alles wieder zur Energie zerstrahlen müssen, aber es gab eine leichte Schwankung, eine leichte Fluktuation, die offenbar dazu geführt hat, dass 5 Milliarden Teilchen, 5 Milliarden Antiteilchen gefunden haben, aber ein Teilchen blieb dann übrig. Das fand kein Antiteilchen zum Zerstrahlen. Und diese winzige Asymmetrie in der Materie, die sorgte dafür, dass es überhaupt irgendwelche Materie in diesem Universum gibt. Es gibt keine Antimaterie, aber immerhin ein, auf 5 Milliarden Photonen, 5 Milliarden Lichtteilchen, kommt ein richtiges massebehaftetes Teilchen. Dieser Anfang war also eine Verwandlung von Energie in Masse. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu den Energiefluktuationen, dann haben wir gewissermaßen nach einer Weile, wenn die Energie sich ja in Materie verwandelt, dann werden aus den Energiefluktuationen Materiefluktuationen, materielle Schwankungen. Das war am Anfang nicht so wichtig. Am Anfang waren diese materiellen Schwankungen, die wurden von der Strahlung weggeputzt. Die Strahlung, die hat die praktisch ausradiert. Und da gab es so gut wie nichts, was irgendwie schwanken konnte, weil die Strahlung die Elektronen anstieß, die Elektronen flogen davon, die Protonen merkten, ups, wo sind denn meine Elektronen, liefen hinterher. Also es war praktisch wie so ein Tornado in einen Laubhügel, das wurde sofort wieder weggeputzt. Aber irgendwann konnten sich dann doch materielle Fluktuationen bilden. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Deshalb und nur deshalb. Weil es diese anfänglichen quantenmechanischen Fluktuationen gab, die sich dann in materielle, sprich dichte Fluktuationen, also auf Deutsch dichte Schwankungen, übersetzt haben. Deswegen gibt es uns.
Ansonsten würden Sie mir nicht zuhören und ich würde nichts sagen. Also was passiert hier? Diese dichte Schwankungen bedeutet einmal weniger dicht und einmal mehr, höhere Dichte. Geringere Dichte, höhere Dichte. Was heißt eigentlich höhere Dichte? Was bedeutet das? Nun, da kommt die Königin der Kräfte ins Spiel. Die Gravitation. Während die elektromagnetische Kraft positive, negative Ladung, die ist abschirmbar. Eine positive Ladung schirmt eine negative Ladung ab. Das gibt es bei der Gravitation nicht. Die Gravitation ist immer anziehend. Sie ist die schwächste aller Kräfte, aber on the long run gewinnt sie immer. Sobald also im Universum es irgendwo ein bisschen dichter ist als in der Umgebung, fängt die Gravitation an und greift sich das Material aus der Umgebung. Und so und nur so konnten ungefähr 400.000 Jahre nach dem Beginn des Universums dichte Schwankungen in dem Gas damals, das Gas war praktisch Wasserstoff und Helium, konnten dichte Schwankungen langsam, ganz langsam, aber stetig zu Galaxien anwachsen. Denn der wirkliche Hammer ist ja, ich hoffe, Sie haben es nicht vergessen zwischendurch, während dieser ganzen Phase, was ich Ihnen erzählt habe, ist das Universum ja am Expandieren. Ja, das fliegt ja alles auseinander. Normalerweise würde ja die Dichte, die Teilchendichte, wenn schon die Expansion ständig da ist, geht die Teilchendichte ja runter, es verdünnt sich alles. Also in einem ordentlichen Universum wäre das Material ja völlig gleich verteilt. Aber dank dieser quantenmechanischen Fluktuationen vom Anfang gab es eigentlich immer so eine Schwankung von Material. Und wenn diese Dichte hoch genug war, diese Dichteschwankung hoch, stark genug war, dann konnte sich die Materie von der allgemeinen Expansion entkoppeln. Das heißt, die lokale Schwerkraft dieser Dichteschwankungen war dominant gegenüber der Expansion. Das Material fiel einfach unter seiner eigenen Schwerkraft in sich zusammen. Diese quantenmechanischen Fluktuationen vom Anfang sind der Grund dafür, dass sich Galaxien bilden konnten. Es wird aber alles noch viel, viel schlimmer. Ich rede hier nicht von der leuchtenden Materie. Also dem Zeug, aus dem wir so bestehen. Protonen, Neutronen, Elektronen. Das ist ja also ein Zeug, das mit Licht wechselwirkt. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Licht beeinflusst uns, ne? Erwärmt uns und so weiter. Wir bestehen aus Materie, die mit Strahlung wechselwirkt. Und in der Frühphase des Universums das große Problem hatte, dass die Strahlung jede Art von Fluktuation in dieser leuchtenden Materie praktisch sofort ausgebügelt hat. Es gibt aber eine Form von Materie, die das nicht tut. Das ist die sogenannte dunkle Materie, die nichts anderes macht, als nur schwer zu sein. Und auch das erklärt die Quantenmechanik. Die Eigenschaften dieser sogenannten nicht baryonischen dunklen Materie kann man mit Hilfe der Theorien über Elementarteilchen, also letztlich quantenmechanischen Theorien, verstehen. Also, der Weg vom Labor, ne, wir sind hier auf der Erde und schauen uns materielle Zusammenhänge an. Wir nehmen Material auseinander, wir schauen uns an, was haben wir vor uns und sezieren die Materie in immer kleinere und kleinere Portionen, bis wir feststellen, aha, dort unten in der Welt der Elementarteilchen, da sieht die Welt völlig anders aus. Dort haben die Teilchen Wellencharakter und das Licht hat Teilchencharakter. Wenn ich da unten ganz genau hinschauen will, dann sehe ich nach einer Weile nur noch Schwankungen, Schwankungen, Schwankungen. Und aus dieser Kenntnis, dass die Welt im Allerallerkleinsten immer schwankend ist, kann man nun in das ganz Große gehen, ins Universum, und kann sich fragen, wenn die Quantenmechanik die richtige Theorie fürs Allerkleinste ist, dann beschreibt sie uns sogar den Anfang des Universums. Und es stellt sich tatsächlich heraus, dass die quantenmechanischen Fluktuationen, die wir ja im Labor messen können,
dass die auch am Anfang im Universum notwendig dafür waren, dass wir überhaupt existieren. Denn in einem expandierenden Universum hätte sich die Materie derartig gleich verteilt, da wären nie Galaxien entstanden. Und die Galaxienentstehung ist aber Voraussetzung dafür, dass genügend Gas angesammelt worden ist. In diesem Gas haben sich Sterne gebildet. Die Sterne, und jetzt sind wir wieder bei der Quantenmechanik, man kommt überhaupt nicht raus daraus, die Sterne sind Fusionsreaktoren. In Sternen verschmelzen Atomkerne miteinander. Auch das ein Vorgang, der in der klassischen Welt, also in der Welt, in der wir uns aufhalten, gar nicht verständlich ist. Denn in der klassischen Welt stoßen sich gleichnamige Ladungen ja ab. Ja, wie soll man denn dann bitteschön Atomkerne miteinander fusionieren? Auch das geht nur, wenn man den wellenartigen Charakter der Teilchen betrachtet. Dann ist es nämlich für ein Proton sehr wohl möglich, in der Nähe eines anderen Protons zu sein. Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit dieses Protons ist nicht null, dieses zweiten. Und wenn die nahe genug zusammen sein können, dann bilden sie einen neuen Atomkern. Ein Proton verwandelt sich in ein Neutron. Auch das ein rein quantenmechanischer Prozess. Und so weiter. Und dann wird aus diesem Deuteron mit einem anderen Deuteronenkern werden Heliumkerne gebaut und so weiter. Alles Licht der Sterne stammt aus Atomkernen. Und die Atomkerne verhalten sich quantenmechanisch. Mit diesem quantenmechanischen Tunneleffekt lässt sich verstehen, warum dieses Universum von Licht durchsetzt ist. Aber tatsächlich, im aller elementarsten, sind es Schwankungen des Anfangs, die dafür gesorgt haben, dass in diesem Universum sich ein Netz bilden konnte, ein Netz von Galaxien, die sich zu Galaxienhaufen verdichtet haben. Und innerhalb der Galaxien haben sich Sterne gebildet. Diese Sterne haben alle schweren Elemente als Helium erzeugt. Alle. Wenn Sie als Kohlenstoffeinheit das hören, was ich da erzähle, dann hört Sternenstaub Sternenstaub zu. Ein gewaltiger Materiekreislauf in den Galaxien hat dann, zumindest bei einem Planeten, vielleicht bei vielen anderen auch, das wissen wir ja nicht, dazu geführt, dass eine ganz neue Existenzform im Universum aufgetaucht ist, was es vorher nicht gab, nämlich Leben. Und dann ist sogar vor einigen Millionen Jahren, zumindest auf diesem Planeten, wenn wir uns das nicht einbilden, eine intelligente Lebensform entstanden, die anfängt, Fragen zu stellen über das Universum und sich damit gewissermaßen das Universum sich selbst fragt, was mache ich hier eigentlich? Und die Quantenmechanik ist eine dieser fantastischen intellektuellen Leistungen von Lebewesen auf einem Planeten, der wahrscheinlich zu den paradiesischsten im ganzen Universum gehört.